Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder so ein bisschen rund um das Thema Fashion und Mode für den Frühling. Los geht's! Bevor ich euch gleich die Sachen zeige, ich habe wieder die Sachen von Chiquelle mir aussuchen dürfen. 4 Teile, die ich euch jetzt zeige. Nur als kleine Info für euch. Ich bekomme die Sachen, verdiene aber kein Geld, wenn ihr jetzt irgendwie bestellt. Ich habe einen Code, den blende ich euch ein und ihr könnt da jetzt, ich glaube, 5 oder 7 Tage sparen. Ich schreibe euch den Code hier unten hin und dann könnt ihr 20% sparen, falls ihr jetzt was nachshoppen wollt. Vorneweg. Chiquelle, habe ich euch auch schon öfters erzählt, ist ja so ein schwedisches Unternehmen. Die Klamotten werden fast alle in der Türkei produziert. Ich finde die Qualität sehr gut und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt für mich absolut. Und ich mag die Sachen sehr gerne. Und das erste trage ich natürlich schon. Ich finde das so einen süßen Cardigan. Das ist für mich ein Sommerstrickteil. Seht ihr das hier? Das sind so richtige süße Glitzersteinchen. Wie so Blüten in Glitzerform. Ja, also ich mag die total. Bin sehr, sehr begeistert. Und auch hier mit diesen süßen Bommeln. Dieses Oberteil ist ultra süß und ich trage dazu heute auch wieder eine Levi's Jeans. Das ist diese gleiche, die ich euch in meinem letzten Jeans-Video gezeigt habe, aber halt in hellblau. Jetzt nicht in dunkelblau. Ich finde, die ist super dünn. Ich finde diese Hose perfekt. Also die ist für mich wie gemacht. Ich trage die so gerne. Die ist so schön hochgeschnitten und das passt super toll zu diesen Teilchen von Chiquelle. Weil ihr seht schon, also dieses Oberteil hier, das ist für mich der perfekte Sommerstrick. Also sowas würde ich auch jetzt immer in meine Tasche packen, wenn ich verreisen sollte oder auch natürlich hier, wenn man abends einen Spaziergang macht. Und es wird dann nicht, und es kühlt dann so ein bisschen ab, dann ist das eine perfekte Jacke für den Sommer. Und ja, das ist ganz kuschelig. Also ich merke schon, wenn man jetzt empfindlich ist mit dem Thema Kratzen, ne, weil man da, manche haben das ja extrem mit Wolle. Ich bin nicht so empfindlich, aber ich würde jetzt hier, also mich stürzt an den Armen jetzt nicht, aber am Körper habe ich jetzt hier drunter noch so einen spitzen Top von H&M. Und dann finde ich das angenehmer für mich jetzt. Oder ihr habt ein T-Shirt drunter oder eine Bluse, ne? Aber das ist einfach so süß gemacht. Und dann mit diesen kleinen zauberhaften Blümchen hier vorne. Und die Farbe ist einfach so zauberhaft. Also ich mag die wirklich gerne. Und dann habt ihr hier noch diese kleinen süßen Knötelchen da drauf. Und die ist sehr gemütlich. Und ich bin ja, genau, ganz wichtig nochmal für alle, die hier neu sind. Ich bin 1,78 Meter. Das ist aber eine One Size. Also seht ihr, bei euch wird das noch ein bisschen mehr so oversized fallen als bei mir, wenn man jetzt nur 1,65 ist. Ne? Dann verändert sich das natürlich ein bisschen, aber so habt ihr einen Anhaltspunkt. Und ich trage immer die M oder die 38. Das ist so meine Größe im Normalen. Ne? Und ich wiege 64 Kilo, falls jetzt das auch noch einer wissen muss, um sich mit mir zu vergleichen, um dann die Größen auszuwählen. Was ich auch trage, was ihr vielleicht jetzt gesehen habt im Video und ich euch auch heute hier vorstelle, in diesem kleinen Fashion Haul sind diese neuen schicken Sneaker von Nike. Ich finde die einfach mal Bombe. Also die Farbe ist ja wohl der Knaller. Und tatsächlich, meine Kleine hat die gleichen. Ja, wir laufen dann im Partnerlook. Das findet sie großartig und ich auch. Das machen wir sonst nicht so. Ich weiß, viele haben ja auch so Kleider und sowas, die dann anziehen. Wir haben uns solche Eyecatcher Sneaker ausgesucht und die waren auch gar nicht so teuer. Also ich habe die bei Zalando bestellt. Und ich glaube, meine kosteten 39 Euro. Ja, die waren relativ günstig für solche Turnschuhe. Die sind ganz leicht. Ich liebe sie. Ihr könnt die natürlich auch anziehen, wenn ihr Workouts macht und zu Hause rumturnt. Ne? Ich sag ja, habe ich euch ja schon in einem anderen Video auch drüber erzählt, was ich immer für Sport mache. Und da finde ich die großartig. Und das sind aber auch tolle Schuhe, wenn ihr vielleicht laufen geht, lange Spaziergänge macht oder einfach jetzt so im Frühling auch super knallige Farben braucht. Dann wären es vielleicht die. Und ich werde euch alles verlinken. Ich werde euch jetzt die ganzen Outfits unten in der Infobox zusammenstellen. Dann könnt ihr die auch finden. Dann das nächste süße Teilchen ist dieses Blüschen. Was ich hier sehr schön finde, dass die Arme oben so ein bisschen länger sind, die Ärmelchen. Das ist nicht so rappelkurz. Das finde ich irgendwie ganz süß. Und ich mag auch, dass das unten so ein bisschen ausgestellt ist. Dadurch ist das sehr figurumschmeichelnd. Ich mag den Ausschnitt auch vorne, diesen V-Ausschnitt. Ja, das ist ein ganz süßes Basic-Teilchen. Kann man natürlich auch mit einem Rock ganz gut anziehen oder mit einer Leggings. Ich liebe es aber auch zu meiner Jeans. Und das ist so ein alltagssüßes Blüschen. Ist 100% Polyester. Ich habe die Größe M genommen. Das passt für mich ganz gut. Und ja,
Also ich mag die Farben auch sehr gerne. Das sind so kleine Blumen mit so auch so kleine Blätter, so ein süßer Druck, so wie die Kirschblüte, würde ich jetzt denken. So sieht das aus. Genau, also hat mir sehr gut gefallen und vielleicht gefällt euch das ja auch. Darüber kann man natürlich auch immer einen Cardigan tragen und ich habe diesen gleichen Cardigan auch schon in hellblau, den habe ich euch im letzten Video gezeigt. Jetzt habe ich mir noch mal den in so einem richtig schönen Royalblau, also so ein richtiges Dunkelblau, also jetzt nicht fast schwarz, aber schon ein dunkles Blau. Finde ich sehr edel. Also ich weiß nicht, das ist so ein klassisches Teil. Aber was bei dem Stoff so toll ist, der ist butterweich. Das ist ein ganz fließender, butterweicher Stoff. Der ist aus Viskose und 28% Polyester und Polyamid. Also den finde ich sehr angenehm. Die Viskose macht das sehr, sehr schön weich. Und das ist eine Einheitsgröße, auch natürlich in der Türkei wieder hergestellt. Und diese leichten Fledermausärmelchen, die mag ich auch sehr gerne. Also das ist so figurumschmeichelnd. Das finde ich immer bei diesen Sachen von Chiquelle. Ne? Die sind sexy, ich finde die super so im Trend, aber auch immer für uns Frauen auch so ein bisschen vorteilhaft. Ne? Also ja, ich mag es sehr. Und vielleicht braucht ihr ja auch noch so ein Basic-Teil. Dann ist es vielleicht der oder, weil ich natürlich dachte, okay, dann brauchst du den auch noch in hell, habe ich mir den noch in diesem schönen Sand-Kämmelton genommen. Das ist natürlich auch jetzt eine wundervolle Farbe für den Frühling. Und ja, das ist auch einfach ein klassisches Teil, was ich dann wieder viele Jahre haben werde. Aber das ist halt einer, den man sehr gerne anzieht, den man auch leicht mal in die Handtasche stopfen könnte. Der lässt sich sehr klein falten, wenn man jetzt vielleicht unterwegs ist und man braucht dann abend noch irgendein Jäckchen zum drüberziehen und will halt jetzt nicht so ein dickes Teil. Ihr könnt den aber auch tatsächlich so tragen, einfach nur mit einem Top, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Einfach so ein H&M-Spitzentop drunter oder ein anderes dünnes Teilchen und ihn dann wie so ein Pullover kann man den natürlich auch tragen. Und ja, dieses Gerippte finde ich sehr gut und ja, er fühlt sich richtig, richtig schön an. Das mag ich bei dem sehr, sehr gerne. Also der hier, der ist, obwohl er kuscheliger aussieht, nicht ganz so kuschelig wie der. Ich finde, der ist so richtig weich, super weichfallend und das ist eher so ein, ja, so ein Kuschelteil, ne? So ein, ja, aber jetzt nicht so. Man muss halt diese Stoffe schon mögen. Ne? Ich sage es euch gleich, wenn ihr jetzt super empfindlich seid, wenn es kratzt oder so, dann wäre der hier wahrscheinlich nichts für euch. Dann müsst ihr da was drunter tragen. Aber ich mag das. Also ich komme so gut klar. Ich habe ja jetzt auch einen Top drunter. Also ich könnte den jetzt stundenlang anziehen. Genau. Und der ist aber noch weicher hier. So, und dann habe ich mir noch was Schönes bestellt. Das habe ich mir aber bei Levi's bestellt, passend zu meiner Hose. Nämlich dieses, ach, das ist so eine schöne Farbe. Also das ist ein Gelb, aber nicht so ein Gelb, wo du dann 100 Käfer drauf sitzen hast. Ihr wisst, was ich meine. Sondern das ist schon so ein bisschen used. Das ist natürlich auch der Look, das ist gewollt bei diesem T-Shirt. Auch der Druck, der ist schon so ein bisschen, naja, wie wenn er schon so ein bisschen ausgeblichen ist. Und das soll aber genauso sein, ne? Als hättet ihr dieses Shirt schon 20 Jahre im Schrank. Und nicht neu. Das finde ich sehr schön. Ich finde das super lässig. Das ist ein tolles Shirt. So gehe ich hier jeden Tag, wie gesagt, mit den Kindern auf dem Spielplatz. Und ich mag auch die Farben. Also ich finde das echt ein schöner Trend, gerade so in diesem Jahr, dass wir viele so Farben haben und Muster. Und das sieht man in ganz vielen Shops, so große Blumen und Blüten und halt knallige Farben, obwohl das ja gar nicht so super knallig ist, ne? Aber das macht schon Spaß. Also so ein T-Shirt, finde ich, das ist ein Klassiker. Und die hatten da noch mehrere verschiedene, auch mit diesen so Vintage-Prints. Also da könnt ihr auch nochmal schauen. Bei Levi's habe ich das direkt bestellt, auf der Webseite direkt. Und dazu habe ich mir ja auch gleich die Hose mitbestellt gehabt. Da muss man mal gucken. Die sind von den Preisen her, also ich habe jetzt für meine Hose genauso viel bezahlt, als wenn ich gegoogelt habe, so in anderen Shops. Da müsst ihr mal schauen. Manchmal gibt es vielleicht Shops, wo die günstiger sind. Ne? Da müsst ihr mal suchen. Bei den neuen Sachen, die T-Shirts, die sind alle gleich vom Preis. Da werdet ihr jetzt nicht so Unterschiede finden. Und ich muss auch sagen, diese Levi's-Bestellung, die ging bei mir rucki-zucki. Ich habe das bestellt und ich hatte innerhalb von 3-4 Tagen meine Hose zu Hause. Und ihr könnt da auch so perfekt auswählen, die Beinlänge. Ich habe jetzt hier bei der die 28, also die ganz lange genommen. Ist da, oder nee, 24, was rede ich denn? Ich habe oben am Bund die 28 genommen, weil ich es richtig gemütlich wollte, überhaupt nicht fest.
Und das sitzt auch so, dass ich auch noch ordentlich essen kann und das nicht mich so einspannt am Bauch. Da würde ich auch drauf achten, macht das nicht so super eng. Weil die Hosen, die sind sehr stretchig und die sitzen gut. Also ihr müsst ihr jetzt nicht dann so ganz enge. Ich würde immer lieber gemütlich nehmen, so mein Ding. Und die Länge habe ich aber die längste Länge genommen. Ist das jetzt dann 24? Ich weiß nicht. Also die längste Länge. Und ihr guckt dann halt dementsprechend, wie groß ihr seid, ob ihr die eher jetzt so für den Sommer kürzer wollt, könnt ihr ja dann variieren. Und ja, wir sind durch. Ich habe euch meine neuen Schätze gezeigt. Ja, es macht einfach gute Laune, sich auch mit solchen Sachen irgendwie zu verwöhnen. Ich blende euch hier den Code wieder ein für Chiquelle. Da könnt ihr ein paar Tage lang jetzt sparen. Also falls ihr sowas auch mal ausprobieren wollt, dann macht es jetzt. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mal wieder schreibt, welches Teil euch am besten heute gefallen hat. Das sind ja heute nicht so die super aufregenden Sachen. Es waren ja eher so die Klassiker. Trotzdem würde ich mich freuen, was ist euer Favorit? Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Das ist so die kleine Anerkennung für uns YouTuber. Ich freue mich, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Achso, und hier gibt es noch eine kleine Glocke. Die könnt ihr aktivieren, wenn ihr mich schon abonniert habt. Dann wird euch immer angezeigt, wenn ich ein Video online stelle. Dann verpasst ihr da nichts mehr. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Wünsche euch alles Liebe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.